wesentlich schwieriger ist die Diagnostik bei Aneurysmata des zentralen Nervensystems. Also 5% in jungen Erwachsenen findet man das, 20% bei über 60-Jährigen und auch in 20% von Patienten mit einer positiven Familienanamnese. Also es müssen besonders die Patienten überwacht werden, wo es in der Familie bereits Aneurysmata gab. Damit man einen Vergleich hat, in der Normalbevölkerung rechnet man ungefähr über die gesamte Bevölkerung gerechnet mit 1-2%. Also ist das Risiko in der Gruppe der 60-Jährigen bis zu 20-fach erhöht. Eine andere Frage ist natürlich, die sich wahrscheinlich auch stellen, wenn man jetzt ein Aneurysma hat, ist es dann das gleiche Aneurysma wie ein Aneurysma, was in der Normalbevölkerung auftritt, oder sind die speziell durch diese Polyzystin-Veränderungen, ist es ein anderes Aneurysma, muss ich da besonders vorsichtig sein? Da gibt es gute Vergleiche zwischen der Normalbevölkerung mit Aneurysmata und den ADPKD-Patienten und die rupturieren nicht häufiger die Zysten, was eine gute Nachricht ist. Wo sind diese Aneurysmata? Was sind Aneurysmata? Das sind Aussackungen der arteriellen Gefäßversorgung des Gehirns. Und Sie sehen hier die arterielle Gefäßversorgung, eine sehr komplexe Versorgung. Und an etlichen Stellen, typische Lokalisationen, können diese Aneurysmata auftreten. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass diese Diagnostik in einem erfahrenen Zentrum gemacht wird, am besten mit einer Neuroradiologie, also einer speziellen Röntgeneinheit, die sich nur mit der Bildgebung des Kopfes beschäftigt, damit man die auch erkennt, die Aneurysmata. Wer sollte jetzt untersucht werden? Das ist natürlich eine wichtige Frage, weil man soll, als erstes kann ich schon mal festhalten, soll nicht jeder Patient mit einer ADPKD auf Aneurysmata untersucht werden. Das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht auch für Sie. Es ist nur ein kleines, ausgewähltes Kollektiv, das man untersuchen sollte. Und das sind besonders Patienten mit schweren oder untypischen Kopfschmerzen, also Patienten, die eine Symptomatik haben, Patienten, die eine Vorstufe eines Schlaganfalls gehabt haben, eine sogenannte transitorische ischämische Attacke, das heißt ein kurzes Ausfall von Funktionen, zum Beispiel eine vorübergehende Lähmung, die sich aber innerhalb weniger Stunden zurückbildet. Dann Patienten mit Lähmung von Gehirnnerven, wenn sie eine Auffälligkeit merken, sie gehen zum Neurologen, der sagt, es ist ein Gehirnnerv ausgefallen, dann muss man das machen. Patienten mit Hochrisikoberuf, zum Beispiel Piloten, da ist es natürlich verständlich, dass die sehr genau gescreent werden. Dann Patienten, wo in der Familie bereits Aneurysmata vorgekommen sind, müssen gescreent werden. Dann wird Herr Renders später sicher noch, Professor Renders, noch darauf eingehen, Patienten, die für eine große OP vorbereitet werden, zum Beispiel eine Nierentransplantation. Patienten, die eine langfristige Blutverdünnung brauchen, zum Beispiel mit Marcomar oder mit einem neuen Antikoagulant. Das ist eine Empfehlung, die wir hier aussprechen und die wir machen. Das ist allerdings auch von Guideline zu Guideline, schaut man sich die Amerikaner an, die Engländer, ist es sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir sind da eher etwas vorsichtiger und würden sagen, erhöhtes Risiko, lieber eine Bildgebung zu viel als zu wenig. Das werden Sie nicht in allen Ländern so finden. Auch Patienten, die besonders Angst vor einer Blutung haben, ich komme später noch auf den Punkt der Psyche zu sprechen. Es nützt nichts, wenn ein Patient unglaublich Angst vor einer Aneurysmata-Blutung hat und man sagt, du gehörst nicht in die Risikogruppe, du erfüllst die Punkte nicht, wir machen bei dir kein Screening. Der ist dann sehr unglücklich, bekommt eine Depression, da ist auch nichts gewonnen. Da in diesem Fall kann man eine Bildgebung machen. Und natürlich auch Patienten, die bereits eine Aneurysma-Blutung hatten, muss man screenen auf weitere Aneurysmata. Gibt es auch die Möglichkeit, was zu tun, nicht nur eben zu wissen, es ist da und besonders vorsichtig zu sein? Ja, besonders in den letzten Jahren, was ist ein Feld der Radiologie, das ist auch, wir sind Röntgenärzte, die sich spezialisiert haben auf den Kopf und speziell auch auf Interventionen. Das ist ein Bild hier aus unserem Haus, aus der Abteilung für Neuroradiologie von Professor Zimmer, und die bringen in ein sogenanntes Aneurysma, was Sie hier sehen können, ein Coil ein, eine Spirale. Das sind feine Spiralen, die eingebracht werden, die führen zu einer Embolisierung dieses Aneurysma. Und sehr schwierig, das ist technisch aufwendig und bekommen die hin, aber fast noch schwieriger ist es für den Neuroradiologen zu entscheiden, welche Patienten brauchen eine Versorgung so eines Aneurysmas. Das hängt ab von der Größe, von der Lage, auch vom Patientenalter. Was hat der Beruf? Ist es ein Hochrisikoberuf? Wie gut geht es dem? Kann man das machen? Und dann muss man sich entscheiden, dass wir zusammen mit den Neuroradiologen, kann man zuwarten oder soll man Interventionen machen? Da jetzt
genau zu sagen, welcher Patient und welches Aneurysma versorgt werden muss, ist sehr komplex und wird immer interdisziplinär besprochen. Wann muss das Screening wiederholt werden? 5 Jahre bei Hochrisikopatienten, alle 10 Jahre bei den übrigen Patienten. Das ist eine aufwendige Untersuchung, ist auch für die viele Patienten auch ein etwas traumatisches Erlebnis, in so eine enge Röhre zu müssen. Aber alle 5 Jahre bis alle 10 Jahre schaffen die meisten. Obwohl wir immer wieder auch Patienten haben, die so viel Platzangst haben, dass sie das nicht schaffen, wenn das Gerät. Und zum Teil muss man dann eben mit einem Anästhesisten eine Narkose machen und macht wirklich eine Vollnarkose für so eine Untersuchung, was auch nicht schlimm ist. Es gibt wirklich Patienten, die es einfach nicht schaffen. Und ich selber zum Glück noch keins gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so toll fände.